Und herzlich willkommen zurück zu Tales of Celia. Ja, ich renne gerade schon von Küken weg, sammle schnell den Beutel ein und kämpfe dann doch noch mit den Küken. Ich habe allerdings jetzt soeben vergessen, aua. Oh, Leia geht ab. Ich habe soeben vergessen. Mann, jetzt lass mich doch mal reden, ihr blöden Küken. Die machen mich voll fertig. Ich habe vergessen, die meine Pünktchen zu verteilen. Was? Warum kommen die alle vom Himmel? Sind Hühner können nicht viel. Aua. Die machen mich hier gerade echt. Weil ich mich so blöde anstelle. Was ist das? Ich habe da Odin nur einmal eingesetzt. Aua. Ha, gegrillt. Ich habe vergessen, die Punkte zu verteilen. So, das nochmal klarzustellen. Da hinten geht's etwas. Das sammle ich mir natürlich ein. Riesenfischflosse, davon habe ich jetzt schon mittlerweile ganz schön viel. Ich möchte gerne die Kiste haben. Kräftige Schmankerl. Okay. Tilt noch irgendwas rum? Nein. Gut, dann kann ich weiterlaufen. Ja. Eigentlich. Ich guck mal kurz, wie viele Punkte ich habe. 12. Na gut, dann mache ich das schnell über Auto und dann hat sich die Sache. Ja, Autonavigation weiter. Da hinten kriege ich dann noch eine Art. Hier habe ich gerade eine Art bekommen. Zyklon, ein Tornado, der sich schon halt gekresselt, um ihn zu wirken. Dann gucke ich mir mal bei Gelegenheit an. Ich möchte natürlich noch etwas weiter weg, damit ich sehe, was ich hier mehr ausbreite. Machen wir es so nämlich. Machen wir es weiter. Richtig. Ja, so viele hat Leia gar nicht. Oder doch? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viel sie hatte. Elise hat 12. Ach, meine Güte, dauert das immer ewig, selbst mit diesem Autoding. Obwohl ich ja gar nicht so ein Fan von so einer Autoverteilung bin. Ich mache das eigentlich immer lieber selber. Warum, weiß ich nicht. Aber ist halt so. So. Auch schön verteilt. Ja, mach mal noch die restlichen paar. Wunderbar. Jetzt möchte ich natürlich erstmal Zyklon anlegen. Nee, das lasse ich mal alles so. Verdammung. Ich wette, wenn ich das nicht gedrückt halte, dann passiert da nicht mal was. Oh, ich habe da ja noch mehr. Oh ja, da mache ich da noch was rein. Odin, Silfturm, Öffre, Totenglocken, Verdammung, Blinde. Klingsturm? Habe ich das schon? Nö. Gut, dann testen wir mal. Achso, hier, genau, hier sind Irfurt und Odin und bla bla bla. Dann teste ich mal. Das auf jeden Fall. Göttlicher Streif. Sonnenring. Durch dieses Auto habe ich so viel nicht mitbekommen. Also jetzt einmal nach links, nach unten, normal. Dann nach rechts und nach unten mit L1. Da gehe ich sogar mal in den Kampf rein. Um das zu sehen, was das macht. Natürlich drücke ich erstmal den falschen Knopf. Wenn das jetzt so treffen würde. Das war Verdammung auf jeden Fall. Ah, das ist sogar so eine neue Variation von Blade. Tornado Blade, nicht schlecht. Das ist Klingensturm. Aber den kann ich auch mit Jude kombinieren. Gucken wir doch mal nach, was das macht. Das ist ja noch besser als das andere. Ob ich das auch mit Jude kombinieren kann, das werde ich dann mal austesten.
glaube, da teste ich gleich noch ein paar andere Arts aus. Ja, das sieht nicht schlecht aus, würde ich mal so sehen, wa? Okay, jetzt habe ich schon ein bisschen Zeit dadurch, oder? Habe ich schon Zeit dadurch verschwendet, aber egal. Was nehme ich denn noch mit? Totenglocken habe ich noch nie eingesetzt, wirklich. Deswegen nehme ich dafür jetzt den Sonnenregen mit. Siegelspeer ist einfach nur auch nicht so der Burner. Mache ich nochmal göttlicher Streif. Ich weiß nicht, ob ich den schon mal hatte, aber den nehme ich mit. So, jetzt wieder eher nach oben und... Nein, da war noch ein Quick-Event. Darf ich das bitte noch schnell sehen? Gib's mir zurück. Mana-Lappen vor. Your mana lobe is crazy developed. Is it? You can just look at her and tell that? Yeah, totally. When you build it up, your face gets all defined and smart looking. I have trouble believing that. So you think my face is stupid looking? No, I didn't mean it like that. It is possible. I too felt that my face became more defined after I started channeling spirits. Perhaps the part of the brain that houses the mana lobe also controls the facial muscles. Rowan, you're buying into this nonsense? Then maybe the reverse is true. If we were to strengthen our facial definition, maybe our mana lobes would grow stronger. That could very well be. Let's give it a try. Tipo, you can't just lie to people all the time like that. Okay, I'm sorry. I've never seen prank victims with such strikingly well-defined faces before. Okay, interessant. Verzauberte Dorn. Gegen den möchte ich mal kämpfen. Gegen den haben wir noch gar nicht gekämpft. Der eignet sich bestimmt auch gut um... Ja, ich habe keine MP. Super. Dann... Das war los. Moment mal. Ups, falscher Knopf. Nicht... Ich möchte kurz den Arzt. Sonnenring. Muss ich den aufladen? Machen wir was anderes. Dann mache ich da jetzt Sonnenring hin. Wenn ich den finde. Und mach dafür da bindende Sphäre. Wunderschön. Nee, so war das. Jetzt hat mich echt dieses Hühnchen von hinten da genervt. Lass mich doch in Ruhe, ich möchte nur ein paar Arzt testen. Ah, das ist die Attacke. Die... Wie hieß er, hat die immer eingesetzt? Maxwell. Und... Die andere. Mir fällt der Name gerade schon wieder nicht ein. Gegen die ich so oft verloren hat. Hatte. Maybe it's time to try that new spirit art. A new art? You're so lucky. Mir fällt gerade echt nicht der Name ein. Wie hieß die denn? Muse. Genau, Musette oder so. Irgendwie so eine Art. Da ist noch. Achso, ich laufe schon weiter vorwärts. Hat mich gerade gewundert. 4500 Geld, das ist gut. Ich möchte aber noch gerne noch die anderen Arts ausprobieren. Ah, da hinten ist noch so ein lilanes Ding. Wächter-Symbol. Halsband. Ein schlagfertiges Halsband für den Selbstbewusst- und durchsetzungsfähigen Typen. Du kannst es auch als Kopf- oder Armband tragen. Super. Für die, die einen zu dicken Hals haben. Wahrscheinlich. Lass mich mal hier schnell durchkriechen. Ja, komm, nehmen wir mit. Ihr kennt meine Auffassung dazu. Ich nehme es einfach mit, weil vorbeikommt tue ich eh nicht mehr. Ui, ausgewichen. Du bist noch nicht der Gegner, wo ich das Art gerne testen würde. Deswegen, du auch nicht. Du bist mir zu anstrengend. Die entstehen aber auch nicht. Schwarze Perle. Da ist noch ein Löschchen. Potfatu. Das hätte ich mal lesen sollen, was das macht. Verdammt. Ich bin heute so eilig hinwegdrücken. Ich weiß gar nicht warum. Also wäre ich auf der Flucht. Spezial Plus. Naja. Lass mich hier wieder raus.
Ja, dann werde ich wahrscheinlich doch gegen diese Typen hier kämpfen. Oh, haben wir aber noch was? Aber noch nicht jetzt. Da etwas Geduld muss ich mich noch üben. Schon wieder schwarze Perle. So ein paar rahmenschwarze Federn wären ja mal wieder schön. Aber nun gut. Magieerz. So. Und jetzt... Boah, eigentlich könnte ich auch gegen... Ist egal, gegen welchen Gegner, nur nicht unbedingt die Vögel. Warum drehst du dich denn ausgerechnet jetzt um, du blöde Vieh? Wow. Das war... Was ist passiert? Ich konnte die Attacke nur einmal testen. Ich habe sie nicht mal richtig erkannt. Ich wollte sie gleich kombinieren. Na los, komm her. Nicht schlecht. Trotzdem mag ich ja irgendwie... Ich mag ja irgendwie diesen Zauber hier. Yeah, das wird gegrillt. Aber hat irgendwie kaum Schaden gemacht und ich schlag auch noch voll daneben. Komm, schlagen wir den zusammen. Super. Alvin hat ein Level up. Interessiert mich nicht so sehr wie der Rest. Ich dachte, hier wäre noch was Glitzerndes. Ist es aber auch nicht. Aber da hinten. Ab dahin, das holen wir uns. Die Riesenfischflosse. Na gut. Dann Russell-Höhlenstraße geht es hier noch weiter. Begib dich zur Russell-Höhlenstraße hinaus. Da sind wir doch. Da hinten ist die Tartalian-Kluft und da hinten ist die Dimensionsriss. Ja, wenn ich jetzt mal wüsste, wo ich jetzt hin soll, wa? Auge der Dämonenbestie. Jetzt hat mich das Symbol so fasziniert, dass ich vergessen habe zu lesen. Jetzt kommt dieses Küken an, dieses nervige, blöde Küken. Ach so, ich wollte ja das hier machen. Ach so, das... Das war ja noch nicht so. Jetzt habe ich natürlich das ein bisschen versaut. Ich könnte ja... Ne, Odin wollte ich gar nicht. Ich meine, ich könnte ja auch mal ein bisschen meine anderen Arts da einsetzen, die ich habe. Wirbelnde Klinge. Na gut. Ach so, die Kiste habe ich immer noch nicht. Haben schwarze Federn eigentlich. Ja, was gehe ich mir denn jetzt erst angucken? Ich glaube, ich gehe erstmal hier rum und guck an, was ich... Guck an. Gut gedutscht. Guck mir an, was ich hier so finde. Und dann gehe ich erstmal zur Tartalinia-Kluft oder so. Hier hinten sollte jetzt erstmal nichts weiter sein. Ich glaube nämlich, zum Dimensionsriss muss ich. Das würde ja irgendwie logisch klingen, um wieder nach Hause zu kommen. Noch ein paar Rahmen schwarze Federn. Aber ich möchte mich ja hier auch noch so ein bisschen umgucken. Verzauberte Dorn. Ich bin ja in dem Spiel nicht auf der Flucht. Ich möchte ja möglichst viel von dem Spiel sehen. Alim und so ein Schmarrn halt. Was ist das Vieh denn da hinten? Oh, das knöpfe ich mir gleich vor. Ich hoffe, dass ich es mir so leicht vorknöpfen kann. Sonst wäre das nämlich ziemlich blöd, wenn ich gegen das verlieren würde. Aber ich denke nicht. Zugvogelfeder. Allerdings möchte ich natürlich auch letztendlich irgendwann mal zurück nach Sheraton. Um ein paar rahmenschwarze Federn einzutauschen. Oh, da ist eine Kiste so ein bisschen versteckt. Wiesenkristall. Ja, das ist jetzt nicht so besonders. Verzauberte Dorn. Ich möchte gegen dieses Vieh zu gerne kämpfen. Aber nicht jetzt. Den hebe ich mir schön brav für den nächsten Part auf. Ich werde natürlich diesmal wirklich die Punkte verteilen. Weil der sieht stärker aus. Und ich habe gelesen, dass es noch so einen starken Gegner geben soll, wie beim letzten Mal, den wir da gemacht haben. Deswegen bedanke ich mich erstmal für euer Zuschauen und hoffe, dass ihr auch
im nächsten Part von Tales of Cilia wieder dabei seid. Bis dahin.